Der Bundeskanzler stellt die Vertrauensfrage. Nach der Wahlschlappe von minus 11 Prozentpunkte für die Volkspartei hat das Präsidium Karl Nehammer heute einstimmig das Vertrauen ausgesprochen. Jetzt geht es darum, Gespräche über mögliche Koalitionen zu führen. Welche die ÖVP präferieren würde, darauf legt sie sich offiziell noch nicht fest. Wir haben uns ganz klar darauf verständigt, das Wichtige ist, dass jetzt einmal die Gespräche stattfinden, dass ausgelotet wird, welche parlamentarischen Mehrheiten möglich sind, welche tragfähig sind. Denn das, was sich die Österreicherinnen und Österreicher verdient haben, ist eine stabile Regierung, die mit den neuen Herausforderungen umgeht und vor allem die Zukunft dieses Landes gestalten kann. Nach dem Bundesvorstand äußern sich heute auch die Grünen. Trotz der schweren Verluste gibt Werner Kogler bekannt, in künftige Sondierungsgespräche gehen zu wollen. Wir als Bundesvorstand werden am Freitag dem erweiterten Bundesvorstand vorschlagen, ein Sondierungsteam. Daraus leitet sich schon ab, dass wir gewillt sind, in die Sondierungen rund um eine mögliche Regierungsbildung einzutreten. Und das werden wir dort gemeinsam diskutieren und, denke ich, auch beschließen. Die Neos formen derzeit ihr Verhandlungsteam für Sondierungsgespräche. Für mögliche Koalitionsgespräche stellt Beate Meinl-Reisinger ganz klare Bedingungen. Ich möchte diese Gespräche jetzt führen und ich bin bereit auch zu sondieren, aber es geht immer um Reformen. Es geht nicht um Posten, es geht nicht um Koalitionen, sondern für uns stehen die Reformen im Mittelpunkt und das möchte ich auch mit den Bürgerinnen und Bürgern besprechen, welche Reformen am drängendsten sind, wo sie sich auch eine klare Veränderung erwarten, weil ich glaube, das ist unsere Aufgabe, wir sind kein Selbstzweck, sondern das ist unsere Aufgabe, das auch in den nächsten Wochen zu bringen. Die SPÖ hat bereits am Montag getagt, fehlt nur noch die FPÖ, sie kommt morgen Mittwoch zusammen.